In diesem Video dreht sich alles um den Kreis und um die Bewegung. Dazu rollen wir aber zuerst ein paar Grundbegriffe von Kreisbewegungen aus. Um Runden, Umlaufdauer und Frequenz. Und kullern anschließend durch das Feld der gleichförmigen Kreisbewegungen. Und kommen mit ein paar Beispielen zu Kreisbewegungen aus dem Alltag und der Natur um die Ecke. Endlich die richtige Zeit, die Hüften kreisen zu lassen, denn es geht ja um Bewegung und um Kreise. Und einen Kreis hast du bestimmt schon mal gesehen. Hier sehen wir einen. Ein Kreis hat immer einen Mittelpunkt oder auch ein Zentrum. Das Zentrum nennen wir logischerweise Groß Z. Zu diesem Mittelpunkt haben alle Punkte auf der grünen Kreislinie den gleichen Abstand. Also dieser Punkt hier und dieser hier auch. Alle drei Punkte haben genau die gleiche Entfernung zu Z. Der Abstand zwischen einem Punkt auf einer Kreislinie und dem Mittelpunkt nennt man Radius. Er wird mit klein r abgekürzt. Die Kreislinie hat auch eine Länge. Diese können wir berechnen und zwar mit einer Formel. 2 mal Pi mal klein r. Die Länge der Kreislinie heißt auch Kreisumfang U. Und jetzt kommt Bewegung ins Spiel. Wenn ein Ding oder wie wir in der Physik sagen, ein Körper sich auf solch einer Kreislinie bewegt, dann macht er eine Kreisbewegung. Hier ist Harry der Hamster. Harry schicken wir jetzt auf die Reise und zwar auf einem Kreis. Dafür nehmen wir das süße Tier an die Leine. Die Leine hat immer die gleiche Länge zum Mittelpunkt, also ist die Länge gleich dem Radius klein r. Harry läuft jetzt los. Die weltbekannte Hamsterschleuder. Bitte nicht nachmachen. Auf der schleudern wir Harry immer behutsam und gleichmäßig, sodass Harry immer gleich schnell seine Runden dreht. Doch Vorsicht! Nicht jede Bewegung, die so aussieht wie eine Kreisbewegung, ist auch eine. Das hier ist eine Spirale. Der Radius wird ja immer kleiner und bleibt nicht gleich. Das ist keine Kreisbewegung mehr. Bei einer Kreisbewegung muss der Radius konstant, also gleich bleiben. Bewegung hat ja immer etwas mit Zeit zu tun, da wir eine gewisse Zeit brauchen, um von A nach B zu kommen. Auch unser Harry braucht eine gewisse Zeit, bis er den Kreis einmal umrundet hat, also wieder an dem gleichen Punkt angekommen ist. Das nennt man dann die Umlaufdauer groß T. Die Umlaufdauer ist die benötigte Zeit für genau einen Umlauf, also die Zeit, die ein Körper braucht, um einmal einen Kreisumfang zurückzulegen. Und da die Umlaufdauer eine Zeitangabe ist, messen wir sie in der Einheit Sekunden. Stoppen wir doch mal die Zeit, wie lang Harry braucht. Dabei können wir den einmal langsam und einmal schnell schleudern. Schleudern wir den Harry mal behutsam, also langsam im Kreis, dann messen wir eine Umlaufdauer von 4 Sekunden. Wenn ich richtig Gas gebe, dann messen wir eine Umlaufdauer von nur noch einer Sekunde. Bei einer langsamen Kreisbewegung bekomme ich also eine große Umlaufdauer. Groß T ist gleich 4 Sekunden. Bei einer schnellen Kreisbewegung eine kleine Umlaufdauer. Hier ist Groß T gleich 1 Sekunde. Jetzt gibt es noch eine weitere Größe, die bei der Kreisbewegung wichtig ist und eng mit der Umlaufdauer zusammenhängt. Die Frequenz. Die Frequenz ist definiert als der Kehrwert der Umlaufdauer Groß T. F ist gleich 1 geteilt durch Groß T. Die Frequenz sagt dir, wie viele Umläufe Harry in einer Sekunde schafft. Wenn Harry in einer Sekunde einen Umlauf schafft, dann beträgt seine Umlaufdauer eine Sekunde und die Frequenz ist 1 pro Sekunde. Ist die Umlaufdauer groß T gleich 4 Sekunden, dann steht hier 1 geteilt durch 4 Sekunden. Harry schafft in jeder Sekunde genau einen Viertel Umlauf. Die Frequenz ist dann 0,25 pro Sekunde. Die Frequenz hat sogar eine eigene Maßeinheit, nämlich Hertz. Ein Hertz ist das gleiche wie 1 durch Sekunde. Umlaufdauer und Frequenz hängen also immer zusammen. Wissen wir das eine, dann können wir auch das andere ausrechnen. Experimentell können wir die beiden einfach bestimmen. Dazu zählen wir die Anzahl klein n von Harrys Umläufen und messen die Zeit klein t, die er dafür braucht. Wir schicken Harry nochmal aufs Hamsterkarussell, aber zunächst gemächlich. Er darf genau 3 Runden drehen und wir messen die Zeit klein t dafür. N ist also gleich 3 und die Zeit, die wir dafür messen, ist 12 Sekunden.
Die Umlaufdauer groß T können wir dann berechnen, indem wir die benötigte Zeit klein t durch die Anzahl der Umdrehungen n teilen. Wir können aber genauso gut die Frequenz ausrechnen, indem wir die Anzahl der Umdrehungen n durch die benötigte Zeit klein t teilen. Das sind hier 3 durch 12 Sekunden, also 0,25 Hertz. Jetzt schalten wir hoch in den Turbo-Modus. Jetzt braucht Harry für die 3 Runden nur noch 5 Sekunden. Die Umlaufdauer groß T ist dann 5 Sekunden geteilt durch 3. Das sind ungefähr 1,66 Sekunden. Die Frequenz ist also nun 3 geteilt durch 5 Sekunden, also 3 Fünftel oder 0,6 Hertz. Die Frequenz ist nun höher als bei der langsamen Fahrt vorher. Das gilt allgemein. Je schneller etwas im Kreis düst, desto größer ist auch die Frequenz der Kreisbewegung. Schnelle Kreisbewegungen haben also hohe Frequenzen und langsame Kreisbewegungen haben niedrige Frequenzen. Bisher haben wir unseren Crashtest-Hamster ja gehörig durchgeschleudert, aber wir haben es bisher noch auch nicht zu wild getrieben. Sondern immer schön gleichmäßig. Und genau dieser Gleichmäßigkeit gehen wir jetzt auf die Schliche. Zwar haben wir Harry einmal langsam und einmal schnell rotieren lassen, in beiden Beispielen ist Harry aber jeweils gleich schnell geblieben. Einmal hat er sich langsam gedreht und ist auch genauso langsam geblieben. Und dann hat er sich schnell gedreht und ist auch schnell geblieben. Und genau das meint eine gleichförmige Kreisbewegung. Eine gleichförmige Kreisbewegung ist eine Kreisbewegung, die immer gleich schnell bleibt. Sie wird nicht langsamer oder schneller. Das können wir jetzt auch mit den Größen einer Kreisbewegung beschreiben. Eine Kreisbewegung allgemein ist ja eine Bewegung auf einer festen Kreisbahn, bei der sich der Bahnradius nicht ändert. Eine gleichförmige Kreisbewegung hat noch eine weitere feste Größe, nämlich die Umlaufdauer bzw. die Frequenz. Die ändern sich nicht und bleiben für diese gleichförmige Kreisbewegung immer gleich. Das Gegenteil davon wäre eine ungleichförmige Kreisbewegung. Das ist der Fall, wenn Harry mal schneller und mal langsamer rotieren würde. Ein Beispiel dafür sehen wir hier. Harry rotiert mal schneller und mal langsamer. So eine Kreisbewegung ist dann ungleichförmig. Nicht nur in der abstrakten Welt des Physikunterrichts sind solche Kreisbewegungen der Hit. Nein, sogar in deinem Alltag begegnen sie dir immer wieder in allen möglichen Formen. Zum Beispiel beim Fahrradfahren. Hier macht der Reifen eine Kreisbewegung um die Achse. Oder beim Basketballspielen. Beim rollenden oder drehenden Basketball haben wir eine Kreisbewegung der Hülle um den Mittelpunkt des Balles. Oder auch auf einem Karussell. Oder die Bewegungen der Planeten um die Sonne. Die machen nämlich auch annähernd Kreisbewegungen. Allerhöchste Zeit, dass du dich mal ein bisschen bewegst. Boah, vielen Dank, Simon. Und das nach meinem schweißtreibenden Reifenworkout. Ja, dann nimm dir doch mal hier vielleicht ein Beispiel am Harry. Der ist flink wie ein Wiesel. Falls du da draußen gedanklich nicht ganz so flink mitgekommen bist und noch Fragen offen sind, oder dieses Video hier im Unterricht oder als Hausaufgabe gucken musstest, dann hau uns das gerne in die Kommentare. Hier erlöst uns jetzt der Spickzettel. Boah, als ob wir das gewollt hätten.